Hallo Freunde des Glamourscheins, hier ist Lukas von Occasions in meinem wunderbar leeren Studio. Ich habe jetzt so ein bisschen Löcher gestopft, ein bisschen neu umgeräumt und da wo jetzt nichts ist, da ist jetzt was drin und da wo was ist, da ist halt was da. So, heute, ich verarsche euch nicht, geht's nochmal um den hier. Nein, das ist jetzt nicht die fünfte Fassung dieses Krans, das ist derselbe Kran, aber ich habe beim letzten Mal was vergessen und ein paar findige Zuschauer haben mir in den Kommentaren geschrieben, dass sie gerne nochmal sehen möchten, wie der sich aufbockt, aber halt mit richtigen Stützen und wie der dieser flimsige Ausleger mal was heben kann. Genau, und darum geht heute. Das heißt, wir starten gleich in die Action. Wir machen ihn an. Okay. Der Versuchsaufbau ist sehr gekonnt vorbereitet. Hier ist die Batterie. Momentan noch leer. Da ich meinen Akkus nicht so ganz... sind es Analoop-Akkus, aber ich traue diesem Ladegerät nicht so unbedingt. Deshalb habe ich erstmal beschlossen, für diesen Versuchsaufbau auf stinknormale Batterien zu setzen. Das sind so Intenso-Batterien aus meinem Rewe. Mal gucken, ob die was taugen. Ich hab eine Packung mit 8. Ich habe zwei Packungen mit 8. Und ich habe drei Packungen mit 8. Das heißt, uns kann dreimal der Saft ausgehen und wir haben immer noch mal Power für eine neue Runde. So, den machen wir auf. So, ich habe lange keine Batterie mehr aufgemacht. Wie geht das denn nochmal? So, Gewalt. So, 4 Stück. Und dann nochmal, ich hoffe, das nimmt auf. Nochmal 2 Stück. Der Rest kann erstmal da bleiben. Dann ruft damit. Ich finde, das hinten in die Ecke zu stopfen ist immer am furchtbarsten. Ansonsten geht das eigentlich so gut. Die Seite ist voll. Andere Seite. Also mit diesen Batterieboxen kann ich Bauklötzchentürme bauen. So viele habe ich davon mittlerweile. So, war nicht ganz drin. So, jetzt aber. So, hat auch ein sattes Grün. So, dann haben wir diese Pfropfen. Das sind so halbe Liftarme mit so einem Achsen mit Stopp. So, wie rum war das nochmal? Ich glaube, so rum. Mit ganz, ganz bescheidenem Kabelmanagement. Dann die Pfropfen raufgeflanscht. So, und wir haben... Ja, das hört sich mal gut an. Das hört sich satt und zufrieden an. So, jetzt machen wir nochmal den Vergleichstest. Hier haben wir haben ja die Fähigkeiten, die Energie quasi in den Unterbau zu schicken und dann die Outrigger rauszuschicken. Die werden angetrieben von kleinen linearen Aktuatoren. Und Lego bietet so Käseplatten an. Das sind so eine Fliese 6x6, darunter eine Plate 6x6 mit so ein paar Pfropfen, so ein paar Steinchen, um das quasi in Form zu halten, aber die sind halt dünn. Und wir werden jetzt genau sehen, wie beim letzten Mal, was passiert, wenn wir die Outrigger, also die Stützen ausfahren, mit diesen Plättchen als Bodenspreizer, keine Ahnung was. So, ich sehe natürlich die Kontrollsachen nicht mehr, also mal gucken. So, jetzt sind sie... Also es kann jetzt, also wir wollen ja versuchen, den zu testen und da die Motoren, da der Motor so runter geregelt ist. Ja komm. Das knackt schon.
Also wir haben es ja auch beim letzten Mal für die, die das Kranbio noch nicht kennen. Ich werde es hier oben verlinken. Aber da irgendwo in die Ecke. Dann könnt ihr euch das nochmal anziehen, wenn ihr Lust habt auf eine 40 Minuten entspannte Unterhaltung mit ziemlich viel Warten. Auch für alle anderen kennen das Spiel schon, holt euch einen Kaffee, holt euch irgendwas Gebäckmäßiges, weil das wird ein langes Video. Weil der ist stark, das Getriebe hat ordentlich Saft und der Motor auch, aber es ist halt langsam. Und es wird halt eine Weile dauern. Das heißt, holt euch jetzt einen Kaffee, Bügelbretter aufgebaut, irgendwas, weil das Video ist ja als Unterhaltung und so, als nebenbei, vielleicht kann man nebenbei was Spannendes machen, weil wir werden sehen, es passiert manchmal echt wenig. Manchmal passiert echt wenig. So, jetzt ist er aufgebockt. Und wir sehen, aufgebockt ist was anderes. Das ist ein bisschen jämmerlich. Und jetzt werden wir einfach mal. Ich habe da was vorbereitet. Hightech. Vom Feinsten. Muss ich nur den Kippschalter finden. Und die wieder hochfahren. Das kann sich um Stunden handeln. Ich versuche dieses Mal nicht ganz so viel zu schwafeln und rumzukaspern, sondern das stramm zu machen, weil ich habe auch keinen Bock hier schon drauf zu sitzen. Ja, Bock schon, aber es guckt ja keine Ahnung. So. Käseplatten können wieder dahin, wo sie hinkommen. So. Und ich habe hier mal so Klötze vorbereitet. Oben eine 6x6 Plate, zwei Reihen normale Steine und eine 6x6 Plate. Die setzen wir mal darunter. Und dann gucken wir mal, was passiert. Mach's mal so, ob er es jetzt hinten schafft. So. Aber man merkt jetzt, also wenn man hier dran dreht, also vorne, kein Probleme, sitzt da frei. Hinten, wo halt die ganze Last drauf saß, geht es. Also er schleift noch ein bisschen über den Boden. Ich glaube einfach, ich habe das so oft diesen Trick schon gemacht, dass die hinteren linearen Aktoren schon so im Arsch sind, dass die nicht mehr funktionieren, so richtig. So, jetzt haben wir festgestellt, er kann sich teilweise aufbocken. Und wenn es von Lego auch Aktuatoren geben würde, die ein bisschen stärker sind als die kleinen funzeligen linearen Aktuatoren, vielleicht wird es da auch besser gehen. Oder sie legen einfach gleich die großen linearen Aktuatoren rein. Oder vielleicht bräuchte es so ein Mittelmaß, solche Pfropfen, aber halt nur halb so lang, die dann ein bisschen mehr Power haben. Das wäre genial. So, wir fahren mal wieder ein, weil wir wollen ja was heben. Oder sollen wir ihn lassen? Kann halt sicher sein, dass er abkracht dann irgendwann, wenn die Last. So halt. Wir fahren wieder ein.
Wir fahren ideal. Also es kracht jetzt die ganze Zeit, weil die schneller eingefahren sind als die. Aber das muss so ein aktuell, das ist halt Stresstest für Aktuatoren, dafür sind die auch da. So. Können wir den also wieder zurücknehmen. Und so, wie testen wir den? Wir wollen jetzt testen, was der hochheben kann. Und ein Zuschauer meinte, wir machen das mit der normalen ausfahrbaren Länge. Hat natürlich voll ausgefahren. Und dann nochmal ausgeklappt. Das kann ich euch nicht gut zeigen, weil das Bild hört so auf. Und der wird deutlich höher. Deshalb fahren wir ihn erstmal aus. Ich glaube, wir machen es über die Seite. So, und jetzt, was war nochmal der Schalter dafür? Aber man merkt, der hat Dampf. Guck mal ins Bild. So, das ist nicht ganz ausgefahren, aber so seht ihr noch was, wie sich der. Und was wir aber nochmal machen, auch wenn das eigentlich ein bisschen witzlos ist, aber wir nehmen nochmal diese Käseplatten, damit er einfach nicht so umfällt. Weil sonst kann es nämlich sein, dass er umfällt. Ja, so machen wir es halt. Aber nur auf der einen Seite, weil Rest brauchen wir nicht. So. Also falls euch das Zugucken zu langsam oder zu langweilig sein sollte, ihr könnt auch gerne ins Regal gucken oder sonst wo kicken. Das sind immer Sachen zum Entdecken. Da steht zum Beispiel ein neues Buch da. Also ich gebe mir schon Mühe, den immer mit Leben zu füllen. Es ist natürlich das tolle Schild überdeckt, dieses Klischee-Ikea-Regal, aber ja, das ist mein Zimmer und ich mag Regale. So, jetzt geben wir mal Schnur. Ich glaube, das war die Richtung. Aber jetzt kann er immer noch kippen, aber nicht mehr so leicht. So, und jetzt nehmen wir Sachen aus meinem Hintergrund. Also auch aus meinem da Hintergrund und gucken mal, ob der die hochheben kann. Dazu habe ich mir schon eine Bootsladung an Werkzeugen mitgebracht. Und zwar hier. Der ist doch ein Boot. Hier haben wir ganz viele Ketten. Die Starterwaffe aus Bioshock, eine Rohrzange. Eine Schaufel oder ein paar Schaufeln. Ein Sack voll Spitzhacken. Und ein Quotenbesen. Boot kann wieder weg. Dazu noch die Ketten hier. Da sind sie so. Die Schnüre und so weiter machen mit Lego-Sachen. Ich gucken. Und warum brauche ich diese Spitzhacken? Ja, ganz einfach. Wenn ich so eine Kette zusammenpacke. Oh, die ist kaputt. Schlecht vorbereitet. Wenn ich hier die Noppe auf Noppe, dann sind die halt. Dann gehen die halt auseinander, wenn zu viel Last drauf zieht. Das heißt, nehmen wir das und nehmen wir die Bar. Wie nennt man das? Einmal den Griff und flanschen ihn da rein.
Dann können wir ziehen, so viel wir wollen, und man geht einfach um die Kette gerollt. So, das ist als Plomben gedacht. So, jetzt sortieren wir das mal. Ich habe schon das Gefühl, es sind viel zu wenig Ketten. Aber ich hatte halt nur die. So. Und was ich euch noch verschwiegen habe beim letzten Mal, der kommt tatsächlich noch mal ein paar Teilchen. Das machen wir jetzt noch als kurze Einblende. Der hat hier so Formteil, Formhausbröckchen. Und die kann man halt so, die haben halt so Aussparungen, wo man die halt mit zusammenbauen kann. Also hier, glaube ich. Also ganz spannend. Das ist einfach nur. Das ist einfach nur, ja, Panels. Und ja. Also kann man auch hier schon hier das reinfädeln und dann das hochheben quasi. Also halt das. So dummes Spiel, sagt, ich hab einen Seitenteil, ich hab die Tür und dann packen wir die rein und wir können gar nicht manövrieren und bla bla bla. Also das gibt's auch noch. Also damit ist erst der Kran komplett mit dem Haus, was da zusammendengelt im Gelände, weil ist ein Geländekran ohne Federung, das haben wir schon alles festgestellt beim letzten Mal. Aber hier sind auch noch ein paar Ketten dabei. Die klaue ich mir jetzt mal. Komm, geh da raus. Wahnsinnig spannend. Ich habe jetzt keine Zange dabei. Ja, nee, mit dem Ding. So, und das kommt wieder zurück. Das haben wir jetzt. Das war ganz spannend. Wuhu. Und jetzt mal gucken, was wir nehmen. Ja, den Klaas. So, und jetzt werden wir kurz wiegen, was der auf die Waage bringt. 110 Gramm. Dann werden wir uns eine Kette schnappen, die hier reinfädeln. Und jetzt geht's ab. Aufwärts. Gott. Das Video dauert schon eine Weile. So, mal gucken. Also macht euch auf ein langes Video gefasst. Wir testen das jetzt in zwei Durchlaufen. Und bis der Kran kaputt ist, wahrscheinlich. Oder je nachdem, wahrscheinlich wird er vorher umkippen. Und mal gucken. So. 110 Gramm sind an der Strippe plus das Gebimse mit der Kette. Ich denke, das hat er geschafft. Ja. Und wieder runter. So, den haben wir geschafft. Also, den stelle ich jetzt in die Ecke, da seht ihr ihn nicht, aber der ist da. So, dann habe ich schon vorbereitet. Es wird ein bisschen schwierig, das hochzuheben, weil es nicht ganz schön vom Formteil ist. Und zwar hier den Jedi Starfighter. Wee, wee, wee. Den habe ich euch schon vorgezeigt. Der kam nicht gut an.
Wahrscheinlich war ich einfach nur mal was blöd, weil einfach richtig vorzustellen. Und so ein Aufbauvideo ist auch doof, oder? Ja. So, den stellen wir jetzt auf die Waage. Weil es wiegt so 250. Nein, nicht ganz. 196 Gramm. So, wie ziehen wir den hoch? Da brauche ich mir jetzt eine Kette. Noch ein bisschen Tüftel mit dabei. Noch eine. So, mal gucken. Geht das hier rein? Das klappt. So, auf die Plätze, fertig und los. Man zieht es hoch, aber man hört den Motor schon so leicht protestieren. Okay, den haben wir auch geschafft. Ja, auch geschafft. So, mal gucken, was könnte ich nehmen. Den Kran habe ich schon probiert beim Vorbereiten. Den kann man nicht hochheben, nicht gut. Der ist vielleicht ein bisschen schwer. Ich weiß es nicht genau. Ah, hier, den gelben hier. Den kann man auch gut hochheben. Jetzt probieren wir das nochmal. Mit der Mighty Tesa-Bandrolle. Teer und. Oh, das ist ein ganz guter Brocken. Der wiegt so viel wie der und zweimal der. Da bin ich mal gespannt, ob der das schafft. Das wird echt ein Brocken. Aber wir können das, glaube ich, hier durchfädeln. Können wir das machen? Dann kann es an zwei ba Seiten he heben. So, genau. So, hier rein und hier rein. So, wir probieren es einfach mal. Kann gut sein, dass das schon das Limit ist. Ja. Man merkt schon, er kämpft. Aber ich würde sagen, der hat es geschafft. Das ist schon krass. Aber er kämpft schon echt. Das Klatsch geht schon durch. Der kämpft damit. Naja, 500 Gramm fast. Also 500 Gramm hat er geschafft. So, jetzt lösen wir einfach mal hier so. Und jetzt ist die Frage, wie wir es machen. Also 750 Gramm habe ich nichts. Also halt kein Set, was so viel wiegt. Wir haben. Ich habe für 1 Liter habe ich. Mal gucken hier. Hier ist eine Wasserflasche, die wiegt 100 Gramm, 200 Gramm. Und hier ist 1 Liter Wasser drin. Das können wir mal hochheben zu versuchen. Aber dafür müsste ich noch ein bisschen aufbocken. Weil sonst ist das zu niedrig. So, und jetzt hat er hier so eine Schlaufe. Ja,
Damit wir die Schlaufe gehen. Auch wenn die ziemlich lang ist, das ist ein bisschen doof. So, wir nehmen mal wieder zwei Ketten. Und hängen die daran. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Weil das ist ein Liter. Also halt, das ist ein Kilo. Aber ist es dran? Wir werden mal gucken, ob was. Ich glaube, er kippt um. Also ich gehe jetzt davon aus, er wird umkippen beim Gewicht. Mach schon ein bisschen Bahn frei. Nee, der dreht durch. Also ein Liter schafft er nicht. Da geht halt das Klatschgier durch. Weil das funktioniert nur mit so und so viel Kraft und wenn die überschritten ist, dann blockiert das halt. Und es hat die ganze Zeit blockiert. Das heißt, es ist keine Kraft auf auf die Rolle gegangen. Ich hätte eine Idee. Weiß nicht, ob es klappt. Wir können probieren, ob der das mit den Outriggern hinbekommt. Mit den Stützen, mit den linearen Aktuatoren hinbekommt. So, probieren wir einfach mal aus. Also, wir geben ein bisschen Schnur. Und fahren den runter. So, ziehen es hoch, das Ding, damit es nicht im Weg ist. Das ist ganz interessant, weil ich habe das noch nie getestet. Also das ist auch für mich eine Neuheit, wie viel er zieht. So, jetzt ist das oben. Und jetzt gucken wir mal, ob er es mit der Hebelbewegung schafft, das hochzubocken. Ich bin mal gespannt, ob er es schafft. So. Das ist gerissen. Geben ihm noch mal ein bisschen Schnur, damit wir das auch besser können. Ah, habt ihr das gesehen? Er hat unten fast abgehoben. Also wir machen das noch mal zurück. Deshalb, genau aus diesem Grund habe ich hier diese Werkzeuge mit dabei. Und jetzt machen wir das wieder hoch. Ja, ein bisschen roter muss er noch. Auf beiden Seiten. Und ich würde sagen, wir fahren den noch mal ein bisschen auf, damit wir ein bisschen mehr Hebelweg bekommen. Auch wenn er vielleicht durchknickt. Das ist, ne. Dann wäre der Testversuch so ein bisschen daneben. Aber jetzt probieren wir noch mal. Jetzt fahren wir noch mal ein bisschen aus.
Und dafür aber ein bisschen mehr Saft, also ein bisschen mehr Schnur. Also wir fahren ja auch nicht super weit aus jetzt für den ersten Versuch. Ich will nur ein bisschen, so, das reicht schon. So, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Okay. Also es ist noch nicht ganz abgehoben. Ich glaube, wir müssen jetzt noch mal einfahren mit der Schnur. Ist noch nicht ganz. Aber seht ihr, wie der sich neigt? Der hebt ja richtig ab. Jedenfalls der Plan, das mit dem verlängerten Hebel zu machen, hat nicht ganz funktioniert, weil hier noch Schnur übrig war. So, und jetzt probieren wir das nochmal. Also die Outrigger funktionieren auch in dem Fall so ein bisschen. So, es ist verplombt. Es ist uns. Na. Nee. Hier die Räder auf der Seite drehen schon komplett durch. Das heißt, egal wie hoch ich den jetzt hebe, der wird sich immer weiter hochbocken, bis er umfällt. Also er ist richtig, der schwebt breit. Ich kann hier runtergreifen. Hier ist Bodenfreiheit. Das ist echt krass. Also auf Anfang. Was wir aber noch machen werden, wenn es in die zweite Testrunde geht, mit ausgefahrenem Arm, dann testen wir es nochmal. Aber so müssen wir halt sehen, dass das nicht ausreicht. Also ein Liter ist dann doch ein bisschen zu, also ein Liter plus Verpackung quasi, ist halt dann doch zu viel für den Arm. So. Jetzt können wir mal probieren. Also, der hier wiegt 500, oder? Waren es 500? Ja, fast. Jetzt können wir probieren, den hier und den hier zusammenzuhängen. Dann haben wir jetzt zur Fahrt für Mathe. Fast 700 Gramm. Das ist zwar noch nicht ganz ein Kilo, aber wir probieren es mal aus. So. Mal gucken, wie wir es machen. So, wahrscheinlich einfach nochmal eine Kette rum. Die ich hier verplomben.
So, dann wieder das Spiel hier. Das zusammen. Nehmen wir die Rotzange, vielleicht bringt die Glück. So, also ich das Gefriemel erstmal wieder zusammenhauen und die Schnur runterlassen. Ah ja, was dann hier noch? Aus Gründen der Fairness einfahren. So, ein Ende rein und das zweite Ende rein. Ich halte ihn mal ein bisschen fest, damit er nicht sich löst. Und jetzt gucken wir mal, wir müssen wieder ein bisschen hochfahren. Das sehe ich gerade. So, jetzt probieren wir es nochmal mit der Schnur. Also er kämpft mit sich. Obwohl, ne? Also es dreht schon durch. Das aber noch einen kleinen Moment. Also liegt noch auf. Aber es. Nee, das Klatschgier geht durch. Wir probieren es jetzt anders wieder mit dem Hochfahren des Auslegers, das heißt Kette runter. Und dreht schon wieder durch. Aber jetzt probieren wir es mal mit Brute Forcing. Nee. Kette löst sich. Das ist kein Problem von dem Kran. Das muss. So, und jetzt nochmal. Na? Ja. Lift off. Wir haben es geschafft. 700 Gramm. Schon eine Menge. Aber er kämpft schon. Aber muss man auch sagen, das haben nur die beiden linearen Aktuatoren geschafft. Das Klatsch, das dreht schon viel früher durch. Also Hebekraft von der Strippe sind so. Ihr könnt es gleich nochmal testen mit dem Kleinen, der ja 110 wiegt. Also ich tippe mal 600 Gramm und mehr schafft es nicht. Mal gucken. So, wir hängen einfach mal das andere Ding ran.
Konzentration pur. So, das sind jetzt 110 und 480 Gramm. Auf ein neues. Ja. Fällt schon durch. Langsam ist noch Hauch. Ah, ja. Aber er kommt nicht hoch. Er kriegt es gewuchtet vom Erdboden hoch. Aber also man sieht, es ist hier. Es sitzt nicht ganz auf. Also jetzt sitzt es wieder auf. Er kriegt es hoch. Aber für die Winde sind bei 480 und 110, also 600 Gramm ist Limit. Jetzt probieren wir nochmal, das mit dem Boom hochzuheben. Aber mit dem, dem und dem. Mal gucken, ob er es schafft mit dem Boom, mit dem Ausleger. Dann wäre die erste Runde vorbei. So, wieder ganz kompliziert auseinanderfriemeln. Dann können wir doch einfach den da ranhängen. Hier. Jetzt. Jetzt fahren wir den wieder zurück. Geben noch ein bisschen mehr Ausleger. Aber nur ein Stück, damit sich der Hebelweg erhöht. So, nochmal ganz runter. Und jetzt eben hoch. Das sind jetzt. Na, mal gucken. Nee. Also er kippt nur um. Also Runde 1, Zusammenfassung. Er schafft den kleinen Klaas, er schafft den Starfighter, er schafft das Krallenvieh und er schafft das Krallenvieh und den Starfighter. So ganz, ganz gerade so. Aber er schafft zum Beispiel nicht den Liter Wasser. Das ist viel zu viel. Na gut, das ist auch ein bisschen Verpackung zu stärken. Also er schafft, die drei schafft er nicht. Das sind fast, das dürften an die 900, 800, 900 Gramm sein.
So, zweite Runde, die geht wahrscheinlich schneller, weil es eine höhere Belastung ist für den. Erstmal alles auseinanderfriemeln und dann losgehen. Bei der zweiten Runde seht ihr nicht ganz so viel, weil der voll ausgefahren ist. Und im zweiten Mal machen wir das nur über die Seilwinde. Da sind wir jetzt fair und gucken, wie der sich hält. Bin gespannt, wie viel der aushält. So, da haben wir noch den. Das kann ich ja gleich so lassen. So, dann bereiten wir mal unseren Versuchsaufbau vor. Wir fahren ihn ganz hoch. Das seht ihr jetzt noch ein bisschen. Also hier fährt er hoch. Also wo ich Bauchschmerzen habe, ist der obere Ausleger oder generell dieser kleinere Ausleger, weil das ist nur eine Reihe Bricks mit Plates und Liftarmen. Das ist nicht stark, die Konstruktion. Die biegt sich auch sehr gerne durch. Also ich glaube nicht, dass der das packt, richtig große Lasten zu tragen. So, jetzt fahren wir mal aus. Ihr kennt das Spiel, Kaffee trinken gehen. Oder in meinem Fall ein Schlückchen klarstes Leitungswasser. So, jetzt holen wir uns die Kordelrunde. Dann bereiten wir den hier schon mal vor. In der Stunde, in der der runterfährt. Den müssen wir nicht verblomben. Der ist ja relativ leicht. So, das soll es gewesen sein. Und jetzt hoch. Ich glaube, man könnte das als Erfolg verbuchen, aber das sind nur 110 Gramm, das ist nichts. Aber er hat den Klaas geschafft. So, ich wollte jetzt auch nicht überstrapazieren, wie lange machen wir schon? Ach du Scheiße. Ziemlich lange. So, dann hier das Gebimsel hier. Also Lego-Ketten sind schon was Tolles. Ah, biegt sich schon durch. Zwar nicht so knapp. Hier verkantet. Ja. Aber man merkt schon, er ist schon ein bisschen auf. Also, das seht ihr jetzt kaum, aber der Ausleger, der ist schon ganz gut durchgebogen. Nicht, dass er noch bricht. So, also wieder runter. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob er den geschafft. Also er hat die 200 Gramm geschafft, oder knapp 200 Gramm geschafft. Jetzt bin ich gespannt, ob die 500 Gramm schafft.
Und hoch. Er kämpft. Oh. Jetzt sehen wir Hebelwirkung. Man könnte sagen, nee, schafft er nicht. Also ihr seht ja auch schon, das ist richtig übel verbogen hier oben. Das ist einfach Hebelwirkungsgesetz, das schafft er nicht. Das ist einfach zu viel Gewicht und das hebt, das kaut ihn komplett um. Also das ist jetzt nicht das Hochheben des Krans, das ist nur, dass ich mich hier raufstütze. Also, 500 Gramm schafft er nicht. Wir ketten jetzt die beiden zusammen. Und gucken, ob er die 300 packt. Sehen Sie, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Mal gucken, ob es jetzt packt. Also 300 Gramm schafft er. Jetzt habe ich hier noch zufälligerweise ein bisschen Kleinkram. Wir nehmen jetzt mal hier diesen. Obwohl der lässt sich nicht gut. Mal gucken. Mal gucken. Und hau den nochmal in die Gleichung hinzu. Und mal gucken, wie viel er dann hebt. So, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich zeige euch nachher noch, mit was ich eigentlich wiegen wollte. Aber das hat dann. Habe jetzt gemerkt. Eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht, dass er nur. Ja, so 700, 800 Gramm schafft. So, was wiegt das Vieh? Gramm. Ja, okay. Echt nur? Du ist die Waage kaputt. Hundertfünfzig, schon besser. Also. Was anderes hätte ich mich auch gewundert. So, wir hauen das mal einfach hier durch. Und hier ran. Jetzt hängen also gute 400 Gramm dran. Na, schafft es? Ja, er schafft's.
Mit Mühe und Not schafft es. Auch wenn der Boom schon ganz übel gekrümmt ist. Also ich drehe noch mal ein bisschen. Also er knarzt schon sehr bedrohlich, kann man so sagen. So. Aber ja, 400, knapp 200, 110, 115. Mathe 415 ungefähr. 410, 415. Also wir halten fest, Runde 2, Maximum sind 400 und ein paar Fahrzeugquetsche. Runde 1 Maximum sind mit den Linearaktoren zur Hilfe gestellt 800 Gramm ungefähr. Weil die es zuschauen, ich habe jetzt mir die Nummer nicht gemerkt, wissen sowieso besser als ich. Also ja, trotzdem stolze Leistung. Das ist das letzte Video mit dem hier. Der wird nämlich jetzt zerlegt, weil ich habe erstens ist ein klasse Teilespender. Zweitens stand er hier schon seit 3 Jahren rum und ist auch schon übel staubig. Und ich habe ein paar tolle Alternativmodelle gefunden, die ich euch noch vorstellen möchte. Aus dem Teil von dem hier. Und da war ja ein Teil dafür. Da muss ich ihn leider auseinandernehmen und alle Aufkleber ablösen, weil die brauche ich nicht mehr. Und ja, war eine schöne Zeit mit dem. Mit eins meiner Lieblingsmodelle. Das tolles Teil. Naja, ich fahre den jetzt mal ein. Und then we're calling today. Jetzt wollen wir so unserem nochmal den entspannten Spaß, den einzufahren und obwohl. Ist doch ein gutes Thumbnail. So, das Zeug kommt erstmal weg. So. Mit was wollte ich es denn richtig testen? Gramm. Den wollte ich eigentlich hochheben. Der hat hier sogar eine praktische Winde, wo man gleich mit verbinden kann. Nur als ich gesehen habe, dass die 1 Liter Flasche noch nicht hochbekommen hat, dann wäre der an dem hier zugrunde gehen, weil das ist echt ein schweres Teil. 2700 Teile, den stelle ich euch auch noch vor. Keine Sorge, da gibt es auch noch ein Video zu. Nicht diesen Monat, vielleicht irgendwann später, aber dazu gibt es noch ein Video. Und was ich auch noch testen wollte, ist hier den Glas. Den dicken Glas-Serien, der ist jetzt ohne Akkubox, weil die Akkubox von dem ist da oben in einem anderen Set drin. Der wiegt leer 1300 Gramm, also auch 300 Gramm zu schwer. Bisschen zu schwer für das Ding. So, wir haben ja fast eine Stunde. Für diejenigen, die zwischenzeitlich nicht verwirrt eingeschlafen sind oder aus Langeweile irgendwas anderes gemacht haben, schön, dass ihr dabei geblieben seid und meinen ungeskripteten Aufbau meines Versuchsapparates zugeguckt haben. Und für alle anderen, also ich wünsche euch einen schönen, also ich lade meine Videos zum Samstag auf, also ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Oder wann ihr euch immer das anguckt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, nächste Woche. Ciao.
Also, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.